Hi everyone, this is Kali S. von Kreatives Leben. Hallo ihr Lieben, hier ist Kali S. von Kreatives Leben. Ich bin Mixed-Media-Künstlerin und möchte ganz viel Farbe in dein Leben bringen. I'm a Mixed-Media-Artist and I want to bring a lot of color into your life. Today I'm doing this by being part of a video hop on the topic of You Matter. Heute nehme ich teil am Video Hop und das Thema ist Du bist wichtig. Schau dir an, was ich daraus gemacht habe. So, you need some paper, letter sized stronger paper that you cut in half. Du brauchst ein A4-Blatt, ein bisschen stärkeres Papier, das du halbierst. Du brauchst zwei Farben. You need two colors, two craft colors, very simple. You need a brush, of course. Du brauchst einen Pinsel dazu. Du brauchst tissue paper, also Seidenpapier und Servietten. You will need tissue paper and some napkins. And you also need a gel medium. Du brauchst Gel Medium, because we're going to transfer this. Wir werden diesen Text hier transferieren. Der ist spiegelverkehrt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, ich mache einen Link zu meiner Webseite. Da werde ich das dir zur Verfügung stellen, natürlich gratis. You need this text or a text that you have turned over, and if you don't know how to do it, I'm going to have exactly this text on my webpage so that you can simply use it. So let's start. I'm going to do it very fast and simple, and it's not about being neat, and of course you can improve this even more. So some pink color, so benutze ein bisschen von diesem Pink, viel Wasser. Suche dir die Farben so aus, dass die sich gut vermischen lassen. Please make sure to choose colors that go well together. I have taken this blue and this pink. I know it's going to do a lovely purple. Ich habe ein Blau genommen von Rico Design, das sich sehr gut mit dem Pink verbindet. And that's it, basically. So, this must dry, so I'm going to switch off, dry it and turn it around. Das muss noch getrocknet werden, also werde ich das umdrehen und dann, also trocknen und dann umdrehen. Dann die andere Seite, so now the other side. I'm starting with the blue. Ich fange mit dem Blau an. Hier soll mehr Blau sein und wieder mit viel Farbe, mit viel Wasser. So just spread it around with a lot of water. That it makes it easier to spread and you use less color. Es macht es leichter zu verteilen und du brauchst dann auch weniger Farbe. So. And here you have already a first background. So hast du bereits einen sehr einfachen Hintergrund, den du natürlich weiter verschönern kannst. Das werden wir auch tun. Aber zuerst muss getrocknet werden. So our next step is to tour this out. I prefer to do it. You can cut it, of course, if you want. It's both the same. Jetzt werde ich das ausreißen, diese zwei Texte. Du kannst es natürlich auch ausschneiden. Das ist dir natürlich freigestellt. Und ich werde die einzeln haben. I will have them separately. You can, of course, just use the one that is in your language. I'm using this for my YouTube channel because I think it's important to have both. So I'm going to have this like this here on
my side. So wird es bei mir aussehen. Du kannst natürlich nur den deutschen Text nehmen, das ist dir natürlich freigestellt. Und ja, so wie es für dich passt. So, I'm going to put some gel medium. So, ich werde ganz dick Gel Medium hier auftragen. Gleichmäßig. So, just put some gel medium and I'm going to take the English text first. And you're going to discover, of course, the text later. Den eigentlichen Text werdet ihr später entdecken. So, here you go. You need to make sure to have gel medium exactly on the lettering, on the fonts. And then the same here for the German. You don't need to put gel medium on top, on the contrary, just put it underneath. Du brauchst kein Gel Medium über das Papier zu geben. Im Gegenteil, nur da wo es ist. Auch hier wieder Geduld, wieder trocknen lassen. So here again you need to be patient, make it dry, have it dry and then I'm going to show you what to do. So, let's try to take this off. Lass uns das abnehmen. Depending on when you take it off, it might be still wet. Es kommt darauf an, wann du es abnimmst. Manchmal ist es noch feucht. So, this is ready. So let's try to take it off. For this I'm going to take clean water, a brush, a big brush, and just pour water on top of it. And now you can see the text below. Ich nehme einfach einen großen Pinsel und der Text ist jetzt sichtbar. Und jetzt geht's ums Abrubbeln. Vorsichtig sein, you have to be careful and you have to try out how much and how much water you need and how strong you can be when you take this off. So here for example I need to be careful. Hier muss ich zum Beispiel vorsichtig sein, das sehe ich sofort. Und wenn ihr merkt, das ist zu feucht für euch, einfach abtupfen und hört einfach auf. Wenn ihr merkt, es geht die Schrift geht ab, einfach aufhören. If you feel that the text is getting off, just stop. And don't worry, you can still paint on top of it, of course, and rewrite it if some parts are missing. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn irgendwas abgeht. Du kannst dann drüber zeichnen, malen, wenn ein Teil dann weggerubbelt worden ist. So, hier ist ein großes Stück genommen, weggegangen. Hier ist noch Gel Medium feucht. Einfach rubbeln, vorsichtig rubbeln. So, this is what you need to do. Just carefully trying to remove whatever you can. This I'm going to do off camera because this is not very interesting. I just wanted to show you how to do it
and this is something you can do very easily. So here we are, hier sind wir. Es ist ganz normal, dass die Buchstaben nicht immer schön sind. Da könnt ihr mit einem Fineliner noch reingehen. It's very normal that sometime you take off. So for example, my E is not really nice, but this is not a problem. You take a very thin pigment pen, like Micron Pigma, and you go over the letter. So like this, for example. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, das ist ganz normal und ihr könnt einfach mit einem Fineliner drüber gehen. So, jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. We're going to the next step. And for this, I'm going to measure out my piece of paper. And I'm going to make little indents in the middle. So, ich werde genau in der Mitte kleine Markierungen hingeben. Ganz dünn. So very small indents, just to remember where your center is. And the reason we're doing this is because we're going to fold. Der Grund, warum wir das tun, ist, wir werden jetzt zur Mitte. Aha, ich sehe schon, ich habe einen Fehler gemacht. Measure. And then you just fold towards the middle. And here again. So like this. So bist du in der Lage, das dann zu öffnen. Das ist das Ziel. Und was wir jetzt machen werden, we will have a little heart in the middle. And it's important to make sure that you have some pink exactly there. So I'm going to go around my little heart. I also will include this in the little page that I've prepared. So hier könnt ihr eure Herz eintragen und dann auf der anderen Seite das Gleiche. And I will also have this little heart in auf der Seite, also auf dem PDF, das ich euch auf der Seite zur Verfügung stelle. So, you just need to cut. Jetzt brauchst du nur zu schneiden. Let me make sure that you can see what I'm doing. Und das gleiche auf der anderen Seite. So. Wir sind fertig. We are done. So this is all you need to do. This is something you can put on your table as a reminder. Guy, take care of yourself. Mensch, denk an dich. Das könnt ihr so auf dem Tisch stellen und dann erinnert es euch immer daran, dass ihr wichtig seid und dass ihr auf euch aufpassen müsst. Ihr kennt mich. Ich muss noch ein bisschen mehr machen, darum die Servietten. Das werde ich jetzt hier einsetzen, aber das werde ich fast forward machen, weil eigentlich könnt ihr auch so ganz einfach das belassen. Also viel Spaß beim Zugucken. Ja, und bevor ich es vergesse, vergesst natürlich nicht, den Link zu klicken zum nächsten Video. And before I forget, don't forget to go to the next video at the end of this video. This is a video hub, so please visit the other end to see how they have interpreted U-Matter. Es ist ganz wichtig, dass ihr natürlich schaut, wie die anderen das Thema U-Matter, du bist wichtig, interpretiert haben. Also schaut unbedingt im Link unter dem Video nach.